Ich heiße Marvin, das gruseligste Gespenst aller Zeiten. Ihr hattet auch Angst vor mir. Tja, ich hatte Angst, bis ich dich sehen konnte. Nein, ihr habt keine Angst. Ihr hattet solche Angst, dass ihr nicht mehr wisst, was ihr da erzählt. Kannst du bitte wieder gehen? Ihr habt noch nicht gesehen, was ich mache, wenn ich jemanden wirklich erschrecken will. Guck zu. Seht ihr, jetzt habt ihr Angst. Ihr seid aus eurer Haut gefahren. Gut, ich muss jetzt gehen. Ich bin der gruseligste Geist aller Zeiten. Wir sind Skelette! Das ist so gruselig! Jetzt verstehe ich, warum du so gerne aus deiner Haut fährst, Manicula. Ich fühle mich jetzt so leicht. Ich hole mir noch was zu trinken aus der Küche, Mina. Oh nein, das ist Minas Vater. Er darf uns nicht so sehen. Schnell! Oh, hey, Tiere! Ihr seht irgendwie... Ihr seht gut aus. Egal, was ihr gemacht habt, macht weiter so. Das gibt es nur bei uns. Puh, das war ganz schön knapp. Ah, seht ihr das? Wir haben die falsche Haut angezogen. Ich finde, das ist eine tolle Mode, aber ich will nicht lügen. Sie ist etwas eng. Hey, schnell, mach das weg. Gib mir mein Fell. Sie geht nicht ab. Was machen wir jetzt? Oh. Nein. Das darf auf keinen Fall so bleiben. Du bist noch traurig wegen der Haut. Wir sind drüber weg. Wir haben es akzeptiert. Nein, niemals. Wie könnt ihr das einfach hinnehmen? Auf keinen Fall lebe ich mein Leben jetzt in einer Vampir. Wartet. Wie habe ich das gemacht? Cool. Weil du Barnicolas Haut hast, hast du jetzt auch Barnicolas Kräfte. Ja! Was? Fledermausohren? Bedeutet das, ich kann jetzt fliegen? Ich kann fliegen! Naja, fast. Oh, cool. Chester, du konntest schon immer sehr gut springen. Ich frage mich, ob ich auch. Oh ja, oh Mann, hallo, ich bin hier oben. Und ich wette, ich kann auf meinen Pfoten landen, ganz egal, wie ich falle. Cool. Wow, ich bin im Rausch. Ich werde ewig leben. Was kannst du, Hasi? Gut, wir machen das definitiv rückgängig. Aber es spricht auch nichts dagegen, diese neuen Kräfte auszuprobieren, oder? Ja! Au! Ja! Ruff, ruff, ruff.